Wenn ihr wissen wollt, wie ich die beiden Sachen gemacht habe, bleibt dran. Nach dem Intro zeige ich es euch. Hallo meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, was man aus einer einfachen Holzkiste Schönes machen kann und aus einer alten Wurstdose, sage ich mal, was man daraus machen kann. Und zwar diese Holzkiste habe ich schon mal ein bisschen vorbehandelt, wie ihr seht. Ich habe die schon mal mit weißer Farbe bestrichen. Und das gleiche werden wir natürlich auch hier mit der Dose hier machen. So, dazu muss ich mir natürlich erstmal hier wieder mein Farbkram holen. So, wir brauchen dazu Acrylfarbe. Ja, ein Teil, wo man die Farbe drauf machen kann. So, das hier werde ich jetzt erstmal wegpacken. Damit machen wir nachher weiter. Wir werden uns jetzt erstmal hier um die Dose kümmern und sprich die erstmal mit Farbe bepinseln, damit das nachher nicht im Hintergrund durchscheint, weil ich sage mal, so eine Dose mit einer Musterserviette, wo hinten Bockwürstchen durchschimmern, kommt glaube ich nicht so gut, sieht nicht so schön aus, und deswegen machen wir jetzt erstmal auf diese Dose hier weiße Farbe, um den Hintergrund ein wenig zu neutralisieren, sage ich mal. So. Ich werde das Ganze natürlich ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Vielleicht mache ich auch einen Schnitt rein, werden wir sehen. So, wie ihr seht, habe ich das jetzt fertig gemacht. Logischerweise muss jetzt erstmal diese Farbe trocknen. Deswegen habe ich ja schon mal mit der Kiste hier begonnen gehabt und habe die schon mal gestrichen. Und mit der machen wir jetzt dann nachher gleich weiter. So, wie gesagt, die war ja schon früher schon etwas trocken. Die Dose ist jetzt auch mittlerweile trocken. Und jetzt beginnen wir die mit Servietten zu verschönern. Ich habe die hier von Rossmann. Die haben hier so ein so eine etwas schönere, sage ich mal, Winterlandschaft. Und ja, da werden wir jetzt eine von nehmen. So. Und werden mal schauen, wie wir die verbauen können, sage ich mal.
Ja. So, aber als allererstes sind das ja Mehrlage hier. Sie erwähnten und die müssen, da brauchen wir jetzt erstmal nur die oberste Schicht von. Und die werden wir jetzt vorsichtig, ohne die zu zerstören, werden wir die jetzt abziehen. So, das brauchen wir nicht mehr. Und wir haben jetzt also quasi nur die oberste Schicht. Und dann nehmen wir, dann nehmen wir schon mal hier dieses Motiv. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Das gefällt mir schon sehr gut. Lassen wir ein bisschen überlappen. Oder wie machen wir das? So rum. Nee. Ich lasse es doch lieber so. So. Und dann schneiden wir halt eben. Ich muss zusehen, dass ich mir auch mal schärfere Scheren zulege. Also die hier ist ja alles andere von scharf. So. Und jetzt werden wir versuchen, dieses Motiv hier drauf zu bringen. Dazu benötigen wir diesen Kleber hier. Den habe ich von Action. So, wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen Kleber aufbringen. Und werden jetzt das Motiv draufbringen. Wie die ist. Oh jo. So.
nehmen wir natürlich den Kleber hier. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das nachher das Endergebnis aussehen wird. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich hier mit so einem Kleber arbeite und so eine Technik hier fabriziere. Und da bin ich wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes gespannt wie ein Flitzebogen, was hierbei rauskommen wird. Ich weiß es selber noch nicht. Ich lasse jetzt erstmal die ganze Sache hier trocknen und mal schauen, wie das Endergebnis sein wird. So, die Kiste ist jetzt soweit fertig. Ja, hier oben habe ich das noch unverdünnt, den Kleber genommen, was nicht so prall jetzt auf jeden Fall war im Nachhinein, was die Verarbeitung angeht. Aber ich muss sagen, von der Haptik her, fässt sich das hier besser an als wie an den Seiten. An den Seiten habe ich das verdünnt gemacht. Und ich muss sagen, wenn man das verdünnt macht, lässt es sich leichter verarbeiten. Ich habe hier dafür, dass es mein erstes Mal war, natürlich hier ja nicht so hundertprozentig sauber gearbeitet. Aber ich sage mal im Großen und Ganzen, dieses hier, das ist in diesem Motiv drin, dieser weiße Streifen, das ist dieser hier, den man hier oben auch sieht. Also da habe ich nicht vergessen, weil das hier gerade damit gepasst hat, wo man die Schachtel aufmacht. Also da habe ich nicht verpasst, da irgendwas hinzumachen, weil das ist ein kompletter Streifen. Ich habe nur hier hinten diesen kleinen Streifen. Den habe ich ein bisschen zu kurz geschnitten. Aber ich sage mal, dass, weil das ja sowieso eher die hintere Seite ist, fällt das nicht so auf an der Kiste.
Und von daher sage ich mal, ja, ist mir doch das mit dem Motiv hier gar nicht mal so schlecht gelungen. Also für die allererste Serviettenarbeit meinerseits, dass ich jetzt das hier das allererste Mal gemacht habe, bin ich damit eigentlich sehr zufrieden. Also ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Gut, man kann es jetzt noch, ich sage mal, versiegeln mit Klarlack. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Bloß es ist, ich sage mal, jetzt noch, ja, man merkt es halt eben, wenn man es anfasst, es ist noch nicht hundertprozentig trocken. Es ist zwar schon trocken, also es klebt nicht mehr, aber man merkt noch, da ist noch eine gewisse Restfeuchte drin. Auch jetzt in diesen, ja, diese Feuchte kommt wahrscheinlich auch, weil logischerweise das wird auch ins Holz gezogen sein. Und deswegen, also ich lasse es noch ein paar Stunden jetzt erstmal stehen. Und vielleicht werde ich es auch erst morgen machen und werde das Klarlack, werde da klarlackmäßig was drüber machen. Auf jeden Fall kann man es jetzt schon anfassen. Ja, die Dose hier werde ich auch noch machen. Die zeige ich euch dann auch noch. Wie es funktioniert, habt ihr ja jetzt hier an der Dose hier an der Schachtel hier sehen. Ich will das auch nicht extra in die Länge ziehen, das Video. Ich zeige euch nur noch das Endergebnis dann hier. Das von der Dose gehe ich mal von aus, gehe ich ganz stark von aus, wird besser sein als dieses hier. Aber das werden wir nachher sehen, wenn es fertig ist. Lasst euch überraschen. So, die Dose ist jetzt auch fertig. So sieht sie aus, wenn sie fertig beklebt worden ist. Dadurch, dass ich hier den Kleber verdünnt habe, ist das ganze Motiv auch ein bisschen heller und ja, besser zum Vorschein gekommen. Hier, wo ich den Kleber unverdünnt gelassen habe, ich weiß nicht, ob man das so auf dem Video genau erkennen kann, aber es ist doch schon im Gegensatz zu dem hier reichlich dunkel. Ich weiß nicht, ob man das da den Unterschied gut erkennen kann, aber es ist ein Unterschied da. Gut, jetzt habt ihr gesehen, wie sowas gemacht wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut demnächst mal wieder rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.